zu einem Antrag der Unionsfraktion. Und zwar geht es da um die Aktionen der letzten Generation. Diese Gruppe hat sich ja 2021 nach einem Hungerstreik gegründet und beklagt fehlenden Klimaschutz, fordert unter anderem, dass die Politik einen Plan zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels vorlegen solle, dass es zum Beispiel auf Autobahnen ein Tempolimit von 100 km/h gibt und zum Beispiel auch ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket. Und weil die Forderungen nicht durchgesetzt werden, greift die letzte Generation zu Protestaktionen. Gerade Berliner werden es mitbekommen haben, sie kleben sich oft am Verkehr fest. Erster Redner ist nun Stefan Thomae, FDP-Fraktion. Meine Damen und Herren, auf drei Dinge könnte ich offen gestanden gut verzichten. Erstens auf Straßenblockierer, zweitens auf Museumsvandalierer und drittens auf den heutigen Antrag der Union. Ich finde auch, dass die Aktivisten den Bogen weit überspannen. Die einen fliegen nach Bali in den Urlaub und die anderen kommen nicht zur Arbeit, Handwerker kommen nicht zur Baustelle, Eltern können ihre Kinder nicht pünktlich von der Schule abholen, Krankenpfleger kommen nicht zur Pflegeperson und Studenten verpassen ihren Prüfungstermin. Ja, nun, das alles dient nicht dem Klima, sondern es dient der Selbstinszenierung von Menschen mit übersteigertem Sendungsbewusstsein und von Menschen, die, glaube ich, auch manchmal Freude am Schaden anderer Leute haben. Und dahinter stehen irgendwie keine so richtigen Ideen, denn man kann sicher über Dinge wie das Tempolimit trefflich streiten. Ich diskutiere auch immer gern darüber. Aber wer allen Ernstes glaubt, das sei das große Ziel, der große Wurf, mit dem man das Weltklima retten könne, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Da braucht es schon einen größeren Wurf, meine Damen und Herren. Ja, unser Ziel muss sein, die Wirtschaft und den Verkehr zu dekarbonisieren, aber nicht unser Land zu deindustrialisieren. Und deswegen ist es unverhältnismäßig und kann schon gar nicht das Mittel sein, im politischen Meinungskampf Straftaten zu begehen. Denn wenn man die Klimakrise oder auch andere Krisen absolut setzt, dann ist irgendwann alles erlaubt. Und das kann der Rechtsstaat nicht dulden. Aber so wenig wie das Kleben dem Klima hilft, so wenig helfen Ihre Strafschärfungen, die Sie sich vorstellen, gegen die Klimakleber. Es ist kein Allheilmittel der Politik. Sie kleben, und das ist eben so das Rezept, das Sie immer angehen, das sind immer Strafschärfungen, das Entdecken und Füllen angeblicher Strafbarkeitslücken. Sie kleben an diesem Strafschärfungsreflex genauso, wie die Klimakleber auf der Straße kleben. Nein, es gibt kein Regelungsdefizit. Nein, es gibt keine Strafbarkeitslücken. Nein, der Strafrahmen reicht voll und ganz aus. Das zeigen auch jüngste Urteile des Amtsgerichts Berlin-Tiergarten, des Amtsgerichts Heilbronn, wo Klimakleber zu Mehrmonaten Freiheitsstrafen ohne Bewährung verurteilt worden sind. Und das beweist, das Recht ist nicht hilflos. Ihr Antrag ist überflüssig und deswegen werde ich ihn heute ablehnen. Vielen Dank. Stefan Thomae hat hier erläutert, warum er gegen den Antrag der Unionsfraktion ist. Diese fordert eben stärkere Strafen für Straßenblockierer und Museumsrandalierer, so schreibt sie. Und für die Unionsfraktion spricht nun Günther Krings. Die Vorfälle der letzten Tage beweisen, unser bereits im letzten Jahr gestellter Antrag ist aktueller denn je. Die Aktualität ist kein bisschen weniger geworden. Im Gegenteil, bei den Straßenblockaden der sogenannten letzten Generation ist es alleine am Montag und nur hier in Berlin in sage und schreibe 17 Fällen zur Behinderung von Rettungseinsätzen der Berliner Feuerwehr gekommen. Straßenblockierer, die meinen, derart rücksichtslos auftreten zu dürfen, handeln in Wahrheit arrogant und zynisch. Es geht bei dieser Debatte deshalb überhaupt nicht um Klimaschutz, sondern es geht um die Bewegungsfreiheit von Millionen Menschen, den Schutz von Kulturgütern und Eigentum, und es geht um die Verteidigung unseres Rechtsstaats. In diesem Rechtsstaat ist Demonstrationsfreiheit ein hohes Gut, und anders als die Anti-Atomkraft-Bewegung hat die Klimabewegung einen wichtigen Anteil daran, dass wir manchen Fortschritt beim Klimaschutz gemacht haben. Die Demonstrationsfreiheit ist aber eben kein Freibrief dafür, Tausende von Bürgern
für die eigenen radikalen Positionen zu instrumentalisieren, ja, sie in eine Art politische Geiselhaft zu nehmen. Meine Damen und Herren, dem Ziel, so viel Aufmerksamkeit für ihre Mission wie möglich zu bekommen, ordnen diese Leute alles und jeden unter. Sie erreichen aber inzwischen fast ausschließlich eine negative Aufmerksamkeit. Nach neuesten Umfragen haben 4 von 5 Bürgern kein Verständnis für die Protestaktion der Gruppe Letzte Generation. Deren kriminelle Aktionen werben also nicht für mehr Klimaschutz, sondern sie beschädigen die so notwendige Akzeptanz für dieses Thema in unserer Bevölkerung. Und es ist richtig, der Rechtsstaat ist nicht wehrlos, hat sich auch nicht wehrlos gezeigt, wenn es um eine konsequente Antwort auf dieses Verhalten geht. Die Straßenblockierer lassen nämlich nicht nur Respekt vor den Mitmenschen vermissen, sondern sie erfüllen auch verschiedene Straftatbestände. In einer großen Zahl von Gerichtsurteilen ist es bislang zu Verurteilungen von sogenannten Klimaaktivisten gekommen. Auffällig ist dabei aber, wie stark die Urteile bei ähnlichen Sachverhalten voneinander abweichen. Die Gewaltenteilung verbietet es der Politik, Urteile öffentlich zu kritisieren oder gar den Richtern erklären zu wollen, welche Urteile sie in welcher Zeit zu treffen haben. Und ich sage das ganz offen, auch manche Botschaften aus der Bundesregierung gehen mir hier schon zu weit, wenn es um öffentliche Aufforderungen an die Justiz geht. Unsere Richter machen ihre Arbeit und als Abgeordnete haben wir unsere Arbeit zu machen. Deswegen zielt unser Antrag darauf ab, dass Sie in der Ampel endlich Ihre Arbeitsverweigerung bei der Gesetzgebung beenden, meine Damen und Herren. Und unsere Arbeit besteht darin, dass wir die Maßstäbe definieren, die die Gerichte anzulegen haben. Die erste Gewalt kommuniziert mit der dritten Gewalt eben nur, aber eben in der Sprache der Gesetzgebung. Und Unabhängigkeit der Justiz bedeutet natürlich nicht, dass Gerichte von Gesetzgebung unbehelligt bleiben müssen. Meine Damen und Herren, ganz offensichtlich nehmen die Blockierer die Behinderung Dritter nicht nur als Nebenfolge in Kauf, sondern beabsichtigen diese Behinderung möglichst vieler Menschen für einen möglichst langen Zeitraum. Diese erhöhte kriminelle Energie muss sich nun auch in den einschlägigen Straftatbeständen logischerweise widerspiegeln. Andernfalls dreht die Eskalationsspirale sich immer schneller und es werden Nachahmer aus ganz anderen politischen Ecken auf den Plan gerufen. Und wenn wir bei dem Thema Strafmaß in den Urteilen ein auffälliges Nord-Süd-Gefälle in der Regel erleben, dann leisten wir mit unserem Vorschlag zur Setzung moderater, aber eben fühlbarer Mindeststrafen einen notwendigen Beitrag zur Rechtseinheit in unserem Land. Uns geht es vor allem um effektive Abschreckung. Höhere Strafen schrecken bekanntlich nach allen kriminologischen Erkenntnissen vor allem solche Täter ab, die ihre Taten nicht spontan begehen, die über einen gewissen Bildungsstand verfügen und die sozial sowie finanziell mehr zu verlieren haben. Das ist, wenn man so will, eine ganz exakte Beschreibung des Hauptklientels der letzten Generation. Genau das wurde übrigens auch in der Ausschussanhörung sehr deutlich. Wer Straßenblockaden verhindern will, stimmt daher für unseren Antrag, weil er Täter abschreckt und Taten verhindert. Abschreckend wirken aber im Übrigen nicht nur Strafen, auch Schadensersatzforderungen. Geschädigte öffentliche Einrichtungen müssen ihre Ansprüche auch gegen die Schädiger konsequent geltend machen. Wenn etwa laut Presseberichten die Universität Hamburg nach Sachbeschädigungen dort durch sogenannte Klimaaktivisten seit 10 Monaten auf das Einklagen von 18.000 Euro verzichtet, ist das aus meiner Sicht eine falsch verstandene Rücksichtnahme. Wir als CDU und CSU sind dagegen, die Täter zu schonen und dadurch die Steuerzahler zu belasten. Danken möchte ich den vielen Polizistinnen und Polizisten, die hier in Berlin und anderswo Tag für Tag ihren Dienst tun, um im Umfeld der Blockaden, soweit es geht, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Und ich kann Ihre Frustration, die Frustration dieser Polizisten verstehen, wenn sie nach einer oft bis zu 15 Stunden dauernden Schicht feststellen, dass trotz naheliegender Wiederholungsgefahr so gut wie kein Täter in Haft genommen wurde. Meine Damen und Herren, uns als Union leitet die klare Überzeugung, ein noch so guter Zweck kann im Rechtsstaat kein kriminelles Mittel heiligen. Und auch für selbsternannte Klimaschützer kann es weder Strafrabatt noch Schadensersatzverschonung geben. Vielen Dank.
Günther Krings hat hier noch einmal den Antrag der Unionsfraktion erläutert und für ihn geworben. Die Unionsfraktion möchte den Strafrahmen für gemeinschädliche Sachbeschädigung anpassen. Nächste Rednerin, Sonja Eichschwede für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion. Wenn es sich bei strafrechtlichen Debatten nicht um so wichtige Themen handeln würde, könnte ich es heute dabei belassen und sagen, täglich grüßt das Murmeltier. Der Kollege Thomé hat es erwähnt, es passiert etwas im Land und die Union ruft nach Strafverschärfung. Oh Wunder. Nun, damit tun Sie sich aber keinen Gefallen, denn Sie setzen sich weder ordnungsgemäß mit den vorgeschlagenen Regelungen auseinander, ob sie auch geeignet, erforderlich und eben angemessen sind, um den von Ihnen selbst genannten Zweck zu erfüllen. Und Sie wägen auch nicht ordentlich ab, ob Sie sich systematisch in unser Rechtssystem einfügen. Das vorab. Da es sich hier aber um ein wichtiges Thema handelt, lassen Sie mich einige Ausführungen machen. Denn die Bekämpfung des Klimawandels ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Sie nimmt sehr, sehr viele Debatten hier im Haus und in unserer Gesellschaft ein. Das wissen wir. Aber was nicht geht, natürlich nicht geht, ist, dass ein solch legitimes Ziel strafrechtliche Vorfälle als Mittel heiligt. Das ist nicht gerechtfertigt. Straftaten dürfen nicht begangen werden. Und eben bei diesen entsprechenden Blockaden handelt es sich zumeist um den Tatbestand der Nötigung. Von daher kann das, was die letzte Generation hier macht, nicht toleriert werden. Und das wird es ja auch nicht. Der Rechtsstaat handelt. Und Herr Dr. Krings, Ihr Antrag ist deshalb überflüssig. Das hat man ja gerade in dieser Woche in Berlin gesehen. Denn aufgrund der Vorfälle, die die Aktivisten zu verantworten haben, sind bereits Anfang der Woche 270 strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Der Rechtsstaat handelt, die Polizei ermittelt, die Gerichte arbeiten daran und sie stemmen einen ganz, ganz großen Aufwand, der hier gemacht wird. Abgesehen davon, dass es eben auch schon viele Urteile gibt in einem großen Spektrum, das wurde auch entsprechend erwähnt in der Debatte. Was aber hier nicht geht und eben falsch ist aus unserer Sicht, ist, dass es immer wieder den Ruf nach strafrechtlichen Verschärfungen gibt, während wir doch im Strafgesetzbuch einen großen Handlungsspielraum haben. Wir haben den Tatbestand der Nötigung, wir haben die Tatbestände der Sachbeschädigung. Das hat eben auch die öffentliche Anhörung ergeben, dass wir hier Spielräume haben, die ausgenutzt werden können und wo die Richterinnen und Richter Straf und Schuld angemessen entscheiden können in den Einzelfällen, wie mit entsprechenden Sachverhalten umzugehen ist. Und Herr Kollege Krings, wenn Sie sagen, wir können als Politik nicht einwirken auf die Richterinnen und Richter und die Gewaltenteilung halten Sie sehr hoch, stimme ich Ihnen zu. Wenn Sie dann aber doch sagen, dass Ihnen bestimmte Urteile entsprechend zu milde sind, ohne die Einzelfälle zu kennen und ohne das Tat- und Schuldangemessene abgewogen haben zu können, dann kritisieren Sie ja doch bestimmte Urteile. Weshalb wollen Sie denn sonst nicht den Strafrahmen nach oben verschieben, sondern den Richterinnen und Richtern unten eine Möglichkeit zu nehmen? Es ist eine politische Entscheidung, sagen Sie, nachdem Urteile gefällt worden sind, mit denen Sie nicht einverstanden sind. Abgesehen davon ist, wie ich auch in der ersten Lesung schon ausgeführt habe, doch das, was Sie hier machen wollen, sozusagen ein untauglicher Versuch, danach § 47 Strafgesetzbuch Freiheitsstrafen unter 6 Monaten nicht verhängt werden sollen, nur in besonderen Einzelfällen, nicht in ganzen Fallgruppen. Sie wollen es hier für eine gesamte Fallgruppe. Von daher würde auch nach Ihrem Antrag keine Haftstrafe mehr gefällt werden. Von daher würden wir Sie
bitten, bei der Abstimmung dies entsprechend noch mal zu überdenken. Auch die Sachverständigenanhörung hat es gezeigt, auch im Übrigen, dass ein großer Systembruch wäre, aus dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ein abstraktes Gefährdungsdelikt zu machen und dass es den Richterinnen und Richtern ein wichtiges Instrument der Einwirkung nehmen würde, die Bewährung nicht als mehrfache Bewährung ausurteilen zu können hinsichtlich der Prüfung der positiven Sozialprognose, wäre das doch widersprüchlich. Also, wir fassen zusammen, strafrechtliche Verschärfung schrecken nicht ab, Ihr Antrag, das ist wissenschaftlich erwiesen, kriminologisch. Sprechen Sie noch mal mit den Sachverständigen aus der Anhörung. Es gibt keine abschreckende Wirkung durch Strafe. Von daher bitte ich Sie, den Antrag zu überdenken. Wir werden diesen aus den genannten Gründen ablehnen. Vielen Dank. Soweit die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Sonja Eich-Wede. Es wurde hier ja schon angesprochen, dass in dieser Woche es in Berlin zu vielen Protestaktionen kam. 50 Personen wurden in Gewahrsam genommen. Thomas Seitz spricht nun für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, erst vor 2 Tagen legten die Klimaverbrecher 2 der wichtigsten Kreisverkehre in Berlin lahm. Die Polizei nahm 71 Personen in Gewahrsam. Der Schein, dass der Rechtsstaat diese Verbrecher bändigen könne und auch wolle, trügt aber. In 2 Fällen hat das Gericht den Gewahrsam abgelehnt und die übrigen 69 Chaoten wurden dem Richter nicht einmal vorgeführt. Es wird deutlich, dass Gesetzesverschärfungen nichts bringen, wenn sie nicht auch angewandt werden. So wäre in Berlin eine Höchstdauer des Gewahrsams von 1 Monat wie in Bayern sinnlos, wenn erst gar kein Gewahrsam angeordnet wird. Der Antrag der Union krankt aber schon daran, dass er einleitender Klimareligion huldigt. Erst nach diesem Kotau traut sich die Union, die von den Klimaverbrechern ausgehende Gefahr für Staat und Gesellschaft anzugehen. Wer heute die Berliner Zeitung aufschlägt, liest erstmal von einer hochriskanten Blockade der A100, auf der der Verkehr mit 3 nebeneinander fahrenden Autos ausgebremst und zum Anhalten gezwungen wurde, um sich danach auf die Fahrbahn zu setzen. Zum anderen liest man von einer wohlstandsverwahrlosten Göre, die den über 400 Jahre alten Rahmen eines Gemäldes von Lukas Cranach durch Festkleben erheblich beschädigte. Hier ging es für die einschlägig vorbelastete Straftäterin allerdings nicht so gut aus. Das Urteil lautete auf 4 Monate ohne Bewährung. Der Skandal dabei, laut Zeitung beantragte die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 900 Euro, hinter der sich wohl 90 Tagessätze zu 10 Euro verbergen. Das grenzt an Strafvereitelung im Amt. In Einzelfällen schafft es die Justiz also durchaus, angemessen zu sanktionieren, so auch in Heilbronn, wo 3 Chaoten der letzten Generation, die nur Stunden nach einer Verurteilung direkt wieder eine Straße blockierten, zu Freiheitsstrafen von 3 bis 5 Monaten ohne Bewährung verurteilt wurden. Dennoch funktioniert Abschreckung anders. So wurde ein deutscher Täter, der in London eine Themsebrücke blockierte, dort zu 2 Jahren und 7 Monaten ohne Bewährung verurteilt. Das ist die richtige Antwort an die Klimaverbrecher, die rücksichtslos eine ganze Gesellschaft in Geiselhaft nehmen, um die Regierung zu nötigen, Politik nach ihren Vorstellungen zu machen. Man stelle sich vor, die Junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD, auf die ich stolz bin und die ich als Fördermitglied unterstütze, würde nur in Berlin für 1 Woche vergleichbare Aktionen wie die letzte Generation durchführen, um gegen die fortlaufende Flutung Deutschlands mit illegalen Migranten zu protestieren und die Regierung zum Schutz der deutschen Grenzen zu zwingen. Was wäre da wohl los? Die Rede wäre von einem Putsch. Und kein Sender des öffentlich-unrechtlichen Schundfunks würde zum Schutz der angeblich bedrohten Demokratie Geringeres fordern als den Einsatz der Bundeswehr. Im Umgang mit den Klimaverbrechern braucht es ein Ende der Verhätschelung. Es sind keine Aktivisten, sondern uneinsichtige Straftäter, die sich über die Rechtsordnung stellen, das Gewaltmonopol des Staates ablehnen und sich zur Selbstjustiz berufen fühlen. Auf dem Weg zu einer grünen RAF. Die Verbrecher von heute sind die Terroristen von morgen. Der Antrag der Union ist völlig ungeeignet, um eine angemessene Bestrafung der Klimaverbrecher zu ermöglichen. Soweit die Vorschläge nicht abwegig sind, sind sie untauglich, weil der Spielraum der Justiz, wirksame Strafen zu verhängen, nur geringfügig erweitert werden soll, wie bei der Nötigung.
Was man zum Schutz der Gesellschaft wirklich braucht, ist ein Verbrechenstatbestand, der auf die abstrakte Gefahrerhöhung abstellt, die von einer Blockade von Verkehrswegen ausgeht. Bei einer Mindeststrafe von einem Jahr gibt es keine einfache Einstellung mehr. In minderschweren Fällen mag eine Mindeststrafe von 3 Monaten ausreichen, aber nicht für Wiederholungstäter und Redelsführer. In jedem Fall braucht es auch eine Qualifikation mit einer Mindeststrafe von 2 Jahren für den Fall, dass ein Mensch in die Gefahr des Todes kommt oder gar verstirbt, sofern nicht ausgeschlossen werden kann, dass dies Folge der Blockade ist. Die mutwillige Risikoerhöhung für alle Menschen, die Feuerwehr oder Rettungsdienste benötigen, muss von den Tätern getragen werden. Und noch eine Anmerkung zum Herrn Kollegen Pomé. Wer wirklich glaubt, dass Zitronenfalter Zitronenfalten, der glaubt auch, dass der Verfassungsschutz die Verfassung schützt und nicht die Regierung. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Kollege Lukas Benner das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Vorredner war das beste Beispiel dafür, warum wir in dieser Debatte manchmal durchatmen müssen. Gerade wenn wir uns angucken, was wir in den letzten Tagen in der Zeitung gelesen haben, Vergleiche zu Straßenschlachten in der Weimarer Republik oder ein Herr Dobrindt, der immer wieder von der Klima-RAF spricht, dann muss man doch sagen, dass wir hier in vielen Teilen eine Verharmlosung schlimmster Formen der Gewalt erleben und eine schlichte Relativierung der Geschichte. Und ich sage ganz ehrlich, ich finde diese Protestform kontraproduktiv. Ich glaube nicht, dass sie dazu beiträgt, gesellschaftliche Mehrheiten im Kampf gegen die Klimakrise zu gewinnen. Denn es ist doch völlig klar, dass wir den Kampf gegen die Klimakrise nur dann gewinnen können, wenn wir politische und gesellschaftliche Mehrheiten haben. Und dabei brauchen wir jeden an unserer Seite, der dabei mitwirken will und mitwirken kann. Aber wer die Legitimität der Demokratie als Ganzes anzweifelt, ist kein Partner im Kampf gegen die Klimakrise. Aber ebenso klar ist doch auch, dass die letzte Generation als Ganzes und ihre Methoden sowie ihre Ziele keine Extremisten sind. Das sagt doch auch der Präsident des Verfassungsschutzes. Es ist ein durchaus paradoxer Aspekt. Herr Thomé hat es auch schon angesprochen. Ihre Ziele sind doch im Vergleich zu den Methoden sehr gering. Sie wollen ein 9-Euro-Ticket, ein Tempolimit. Aber was tun wir? Wir reden nur über Ihre Methode. Wir reden über das, was Sie tun. Und der öffentliche Aufruhr steht doch in keinem Verhältnis zu dem, was Sie fordern. Die Demonstrationsfreiheit, und das haben wir hier auch schon mehrfach gehört, ist ein hohes Gut. Und die Grenze der Demonstrationsfreiheit verläuft spätestens da, wo Menschen gefährdet werden. Wo aber auch Menschen gefährdet werden, ist bei der Selbstjustiz der Autofahrerinnen und Autofahrer der letzten Tage. Und genau deswegen tut es uns gut, wenn wir in dieser Debatte, vor allen Dingen in den öffentlichen Äußerungen, einen Gang zurückfahren, um eben nicht den Anreiz zu setzen, auszusteigen und das Problem selbst zu lösen. Schauen wir uns den Antrag der Union zum zweiten Mal hier an. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, werden auch mitbekommen haben, dass wir im Strafrechtsjahr sind, dass wir uns vorgenommen haben, zu modernisieren und auszumisten, dass wir uns vorgenommen haben, die Strafverfolgungsbehörden endlich zu entlasten. Denn ein Problem, was auch dazu geführt hat, dass wir jetzt im Strafrecht einmal ausmisten müssen, ist Ihre Problemlösung. Denn wenn man nur einen Hammer hat, ist jedes Problem ein Nagel. Und wir wollen endlich eine Strafrechtspolitik machen, die der Zeit angemessen ist. Schauen wir einmal genau hin. Es gibt keine Strafbarkeitslücke. Denn entweder das Handeln, so wie es durchgeführt wird, ist eine Straftat. Oder es ist eben keine Straftat, weil es von der Versammlungsfreiheit gedeckt ist. Sie wollen die Ausweitung des Nötigungsparagrafen durch Regelbeispiele. Sie wollen eine schwere Strafe dann, wenn eine große Zahl von Menschen genötigt wird und dadurch zum Beispiel lange Staus im Berufsverkehr verursacht werden. Sie wollen dann eine Strafe von 3 Monaten bis 5 Jahren Haft. Erst einmal zweifle ich an, dass das Schutzgut Berufsverkehr nicht populistischer Natur ist. Und zweitens glaube ich und bin überzeugt, dass wir als Gesetzgeber ans Schuldprinzip gebunden sind. Auch wir müssen, wenn wir Gesetze machen, darauf achten, ob sie
der Schwere der Straftat gerecht werden. Sie wollen also künftig das Ankleben auf der Straße bestrafen, wie den sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen, einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte oder Gefangenenmeuterei. Das ist der Strafrahmen, an dem Sie sich orientieren. Und das zeigt doch, Ihre Forderung ist völlig unverhältnismäßig. Sie wollen um jeden Preis Aktivistinnen und Aktivisten in Haft sehen. Und dann verkennen Sie auch noch unser Strafsystem. Denn Haftstrafen unter 6 Monaten sollen nur in absoluten Ausnahmefällen als Ultima Ratio überhaupt verhängt werden, denn sie richten mehr Schaden an, als sie nutzen. Denn unter 6 Monaten hat das System keine Chance, auf die Straftäterinnen und Straftäter einzuwirken, und es verkennt den spezialpräventiven Charakter der Strafe. Zusammenfassend, was Sie hier vorlegen, ist ein untauglicher Versuch. Aber zoomen wir noch einmal raus zu dem, was in der Welt passiert. Spanien hat wegen der anhaltenden Dürre Nothilfe der EU für Landwirtschaft beantragt. Auf der thailändischen Insel Phuket wurde eine Hitzewarnung herausgegeben wegen gefühlten Temperaturen von 45 Grad. Und in Frankreich wird Wasser rationiert und es beginnen die ersten Verteilungskämpfe ums Wasser. All das wird im Vergleich zu ein paar Dutzend Aktivisten, die sich auf der Straße ankleben, relativ wenig diskutiert. Das ist fahrlässig. Und ich bin froh für jeden und jede, der seine Kraft und Energie dafür einsetzt, gemeinsam für die politischen Mehrheiten im Kampf gegen die Klimakrise zu werben. Aber diese Protestform zeigt leider auch, dass wir hier eine Debatte über Formfragen anstatt über Inhalt führen. Und zu guter Letzt will ich auf ein gewisses pädagogisches Problem hinweisen. Erst gestern haben Mitglieder dieser Bundesregierung hier darauf hingewiesen, dass sich in diesem Land alle Menschen an Recht und Gesetz zu halten haben. Eine Selbstverständlichkeit im Rechtsstaat. Was aber schwierig ist, wenn gleichzeitig Mitglieder der Bundesregierung verkünden, dass das Klimaschutzgesetz für sie nicht gilt. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Clara Bünger für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Verbrecher, Terroristen, Taliban, das sind Schlagzeilen der letzten Woche. Gemeint war die letzte Generation. Gewaltvolle Sprache, wie auch der Redebeitrag der AfD gerade gezeigt hat. Gewaltvolle Sprache ist oft der Beginn von gewaltvollen Handlungen. Und ich halte das für verantwortungslos und gefährlich. Die Menschen, die sich an den Klimaprotesten beteiligen, haben eines gemeinsam. Sie haben Angst. Angst vor der Zerstörung unserer Lebensgrundlage durch die Klimakatastrophe. Und genau das wollen sie verhindern. Ob es Ihnen von der CDU, CSU passt oder nicht, als Juristin weise ich Sie darauf hin, dass Artikel 8 Grundgesetz auch Versammlungen schützt, bei denen es sogar zur bewussten Behinderung Dritter kommen kann. Herr Benner hat gerade dazu Ausführungen gemacht. Selbstverständlich sind aber damit nicht Behinderungen von Rettungsfahrzeugen gemeint. Bei diesen Fällen greift unser Strafgesetzbuch bereits. Was den vorliegenden Antrag der Union angeht, es ist schon bemerkenswert, mit welcher Vehemenz sie härtere Strafen für Klimaaktivistinnen fordern, aber bei anderen Rechtsverletzungen einfach nichts sagen. Wo sind Ihre Forderungen nach härteren Strafen, wenn Rechte mit Mistgabeln und Fackeln vor Flüchtlingsunterkünften stehen? Oder wenn Gemeinderatssitzungen unter Anwendung von Gewalt von Rechten gestürmt werden, so wie es in Sachsen, in Zittau passiert ist? Das sind nämlich die Verfassungsfeinde. Die protestierenden Klimaaktivistinnen erkennen unsere Demokratie und Rechtsordnung an. Das unterscheidet sie ja gerade von rechten Akteuren wie Reichsbürgern, die unseren Staat abschaffen wollen. Zu dieser Unterscheidung empfehle ich dieses Buch hier, in dem Habermas zum zivilen Ungehorsam geschrieben hat. Wenn Sie, meine Damen und Herren von der CDU, dem rechten Staatsrechtler Karl Schmidt, der für seinen autoritären Legalismus bekannt ist, folgend immer härtere Strafen für Klimaaktivisten fordern, lehnen wir als Linke das ab. Denn
Ziviler Ungehorsam ist eben kein übliches Delikt. Die Aktivistinnen setzen sich für ein übergeordnetes Ziel ein, den Erhalt unserer aller Lebensgrundlage. Im Übrigen sieht der Deutsche Richterbund auch keine Notwendigkeit für schärfere Gesetze gegen Klimaschutzaktivistinnen. Da hätten Sie in der Anhörung auch ein bisschen aufpassen sollen. Das Einzige, was hilft, und das geht auch in die Richtung der Bundesregierung, das Einzige, was hilft, ist konsequenter Klimaschutz. Solange die Regierung hier nicht entschieden handelt, werden Menschen protestieren und zivilen Ungehorsam ausüben. Würde Klimaschutz konsequent umgesetzt, müssten wir diese Diskussion, die wir hier führen, gar nicht führen. Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion spricht nun die kulturpolitische Sprecherin Anniko Glogowski. Merten hier zum Antrag der Unionsfraktion für Straßenblockierer und Museumsrandalierer, so steht es im Antrag. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in einer lebendigen Demokratie und offenen Gesellschaft darf selbstverständlich jeder für seine Anliegen werben, darf kritisieren und darf auch demonstrieren. Das macht eine vielfältige Gesellschaft aus. Das macht vor allem auch Demokratie aus. Gerade in diesen Zeiten gilt es wieder mehr denn je, alles Demokratische besonders zu schützen. Es sollte aber genauso selbstverständlich sein, dass zum Beispiel das Bewerfen von Kunst mit Lebensmitteln und der damit verbundene Angriff auf unsere Kulturschätze nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun hat. Diese Art und Weise des Protests überschreitet eine rote Linie und gefährdet all das, was die eigentliche Intention eines Protests sein sollte, die Freiheit. Angriffe auf Kunst- und Kulturschätze sind Eingriffe auf die Freiheit der Kunst und der Kunstbetrachtung. Als liberale Kulturpolitikerin und als Kunstwissenschaftlerin muss ich ganz klar sagen, es gibt nichts, was das rechtfertigt. Dass wir in Deutschland unsere Meinung äußern und unsere Kritik Ausdruck verleihen können, ist ein hohes Gut, das nicht in jedem Land so selbstverständlich ist wie bei uns. Umso mehr gilt es, diese Freiheiten zu schützen. Aber wenn Meinungsfreiheit und Kritik in Angriffe umschlagen, dann ist das genauso indiskutabel wie ein grundsätzliches Demonstrationsverbot. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Antrag der CDU-CSU-Fraktion. Sie haben mit Ihrer Intention, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, eine notwendige Aufmerksamkeit in der politischen Debatte zu schaffen, selbstverständlich recht. Aber auch Sie schießen mit Ihren Forderungen etwas über das Ziel hinaus. Unser Justizminister Marco Buschmann hat bereits Ende des letzten Jahres härtere Strafen unter anderem gegen solche Aktionen, wie wir sie im Museum Barberini in Potsdam erleben mussten, in Aussicht gestellt. Das Bundesjustizministerium prüft, ob es gesetzliche Defizite gibt und ob daraufhin nachjustiert werden muss. Die von Ihnen geforderten Regelungen würden hingegen zu bereits unverhältnismäßigen Strafverschärfungen bei Bagatelldelikten führen, die von Ihrem Antrag gar nicht erfasst werden. Wir lehnen den Antrag daher ab und ich danke für die Aufmerksamkeit. Für die CDU-CSU-Fraktion spricht nun Volker Ulrich. Auch er ist Mitglied im Rechtsausschuss und wird hier wohl diesen Antrag verteidigen, den seine Fraktion vorgelegt hat. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut im Grundgesetz und ein wichtiges Grundrecht für unsere Demokratie. Und sie gilt auch spontan. Aber wir müssen uns einigen und das auch klar und deutlich formulieren, dass es in unserer Demokratie einen Grundkonsens geben muss. Und der lautet, dass die Begehung von Straftaten jenseits der grundrechtlich geschützten Versammlungsfreiheit steht und dass dieser Grundkonsens immer verletzt wird, wenn bei Versammlungen Straftaten begangen werden. Und die Straftaten, die hier im Raum stehen, sind aus meiner Sicht jene, die über eine einfache Nötigung hinausgehen. Immer dann, wenn Menschen gefährdet werden, weil ganz konkret Rettungswägen nicht zu Menschen kommen können, die Hilfe benötigen. Allein 17 Mal am vergangenen Montag. Dann wird hier die Rechtsordnung angegriffen. Und dann braucht es auch eine klare und deutliche Antwort des Rechtsstaats.
Und wir geben eine mit unserem Antrag. Warum? Ich glaube, dass der bisherige Straftatbestand der Nötigung nicht umfassend den Unrechtsgehalt umfasst, wenn durch diese Nötigung auch Menschen ganz konkret an Leib und Leben gefährdet werden. Deswegen braucht es hier einen besonders schweren Fall. Und das Gleiche gilt auch für den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Und ich finde, dass die Lebenszeit von vielen hunderttausend Pendlern, aber auch die persönliche körperliche Integrität eben doch auch Rechtsgüter sind, die das Strafrecht besonders schützen sollte. Und es geht uns auch darum, dass wir durch diesen Antrag deutlich machen, es darf bei dieser Art von Protest nicht zu einer Eskalationsspirale kommen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass diese Proteste sich nicht radikalisieren, dass aus Straßenblockaden, dass aus Beschmierungen von Kunstwerk und Mauern nicht eines Tages auch Gefährdungen für Leib und Leben werden. Der Rechtsstaat muss jetzt handeln und nicht, wenn es zu spät ist, meine Damen und Herren. Und ja, es ist diskutiert worden über die Frage von Bewährung. Und es ist richtig, dass in § 47 des Strafgesetzbuchs steht, dass kurze Freiheitsstrafen zur Bewährung ausgesetzt werden sollen. Aber wer das wie eben behauptet, vergisst den § 56 des Strafgesetzbuches. Dort steht nämlich, dass eine Bewährung nur möglich ist, wenn künftig auch ohne die Einwirkung des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begangen werden. Wenn also sogenannte Aktivisten, es sind aber verurteilte Straftäter, aus dem Gerichtssaal gehen und erklären, sie kleben sich am nächsten Tag wieder auf die Straße oder beschmieren wieder Kunstwerke, dann haben sie ihr Recht auf Bewährung verwirkt und da muss der Rechtsstaat auch die Freiheitsstrafe einfordern und wir stärken unseren Richtern den Rücken, die genau diese Urteile verhängen. Sie sind im Rahmen des Gesetzes. Und ein letzter Punkt zur selbsternannten letzten Generation. Ich habe schon auch Sorge, dass sich hinter dem Deckmantel des Klimaschutzes mehr verbirgt. Eine Ablehnung unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, aber durch die Forderung nach einem verpflichtenden Gesellschaftsrat auch letztlich eine Abkehr von der parlamentarischen Demokratie. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht diesen Leuten, die sich Aktivisten sind, aber ins Extreme abdriften, dass diese unsere Ordnung zu beseitigen trachten. Klimaschutz ist wichtig, aber nicht so. Deswegen bitte ich um Zustimmung zu unserem Antrag. Volker Ulrich war das für die Unionsfraktion. Und meine Damen und Herren, Sie haben eben schon eine Einblendung gesehen, denn die Kollegen in der Regie schauen mit einem Auge auch ins Abgeordnetenhaus. Dort findet ja die Wahl zum Bürgermeister statt. Kai Wegner will sich zum Bürgermeister wählen lassen. Zweimal hat er es heute schon versucht, zweimal hat es nicht geklappt. Momentan tagt der Ältestenrat des Abgeordnetenhauses darüber, ob es nun eine dritte Wahl geben soll, wie damit verfahren werden soll. Es wäre möglich und wir werden eben, wenn es dort um 16 Uhr weitergeht, auch darüber berichten. Aber noch haben wir ein bisschen Zeit, über den Antrag der Koalitionsfraktion zu hören, was denn jetzt Helge Lind, Sprecher für Demokratie der SPD-Fraktion, sagt. Und souverän den Rechtsextremismus im AfD-Kosmos, den wir eben erleben durften, seziert, auch entsprechend cool gelassen und nüchtern feststellt, dass, auch wenn es sich um Straftaten handelt, was er deutlich sagt, wir es aber hier zum jetzigen Stand eben nicht mit Extremismus zu tun haben und nicht mit einem Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und als Drittes sage ich auch, wie ich es in der Hand habe, dass ich zum Gespräch bereit bin und zur Debatte und aber auch übrigens zum Streit, warum es einen Unterschied gibt zwischen einem Gesellschaftsrat mit imperativem Mandat und einem Bürgerrat, der die parlamentarische Demokratie im Bundestag ergänzt. Komme ich aber jetzt zu meinen Irritationen. Die eine Irritation betrifft die letzte Generation selbst. Zum einen natürlich den Umstand, dass man, auch wenn man Rettungswege freilassen will, tatsächlich in Kauf nimmt, dass Menschen gefährdet werden und dafür auch die Verantwortung tragen muss und sich auch mit der Frage der Schuld auseinandersetzen muss. Viel wichtiger aber als die Frage und die falsche Frage nach mehr Strafen scheint mir der Habitus zu sein.
Denn die letzte Generation muss sich der Frage stellen, wann aus Gerechtigkeit Selbstgerechtigkeit wird und Selbstgefälligkeit. Und ich verweise auch auf andere Formen des zivilen Ungehorsams, wie wir sie in der Bürgerrechtsbewegung erlebt haben, Rosa Parks und andere, die eben nicht so ostentativ von zivilen Ungehorsam sprachen, sondern ihn auf eine sehr eindrückliche Weise praktizierten. Diese Demut in der Sprache und der Darstellung, die vermisse ich. Und so ist der Effekt dann oft, dass die versuchte Mobilisierung darin mündet, dass es eben keine Einladung ist, an Menschen beim Klimaschutz mitzumachen, sondern es wirkt wie eine Aufforderung, sich aufgrund dieser Situation zu verweigern. Und das ist nicht klug im Sinne des dringend notwendigen Klimaschutzes. Meine andere Irritation betrifft aber die Empörtheit. Denn wir bagatellisieren doch Radikalterrorismus, wenn wir jetzt hier von Terrorismus sprechen. Wir bagatellisieren rechtsextrem, rassistischen, mörderischen Terrorismus. Und wir bagatellisieren, wenn wir von der Klima-RAF sprechen, den Zynismus und die Menschenverachtung der RAF. Und wir bagatellisieren beispielsweise auch lebensverachtenden dschihadistischen Terrorismus. Also, was bringt es uns? Was für einen Sinn macht es? Wie fahrlässig ist es, hier von Terrorismus zu sprechen? Deshalb rate ich dazu, keine Verklärung, keine Romantisierung zu betreiben, aber bitte auch nicht, wie Sie das tun, eine Dämonisierung, die an den tatsächlichen Phänomenen des Terrorismus weit vorbeigeht. Vielen Dank. Herr Gelind, war das für die SPD-Fraktion, und ich habe es eben schon angekündigt, dass im Berliner Abgeordnetenhaus eventuell eine dritte Wahl ansteht. Aber da wollen wir jetzt einmal erstmal drauf schauen, und das macht Tina Dauster aus dem Studio in Bonn.